KI ist ja momentan in aller Munde. Nun wirbt der Anbieter Heijun damit, dass man mit seiner Software jeden Sprecher lippensynchron in einer anderen Sprache übersetzen und wiedergeben kann. Wir haben das mal anhand einer Sequenz der Bill Cosby Show ausprobiert. Hier zunächst einmal die Originalspur. Don't start touching me. Okay, I won't touch you. I'll shove you. New rule in this house starting now. Nobody's to touch anybody, anywhere, with anything for the rest of their lives. Cliff, why do we have four children? Because we did not want five. Hello, my dear. Right. Mrs. McManus. Mrs. McManus finally delivered after being in labor for 30 hours. Brought her into the room, thought we'd have big trouble, but popped it out just like toast. I'm telling you, all I had to do was just sit there in a crouch just like Johnny Bench. I didn't. Who's in trouble now? Und nun kommt die mit Heijun bearbeitete Version. Fang nicht an, mich anzufassen. Okay, ich werde dich nicht berühren. Ich werde dich in dieses Haus schieben. Ab sofort. Niemand darf irgendjemanden irgendwo mit irgendetwas für den Rest ihres Lebens berühren. Cliff, warum haben wir vier Kinder? Anders, weil wir keine Kuchen haben wollten. Hallo, mein lieber Freund und Kamerad. Ja, das ist richtig. Frau McManus. Endlich hat Frau McManus geliefert, nachdem sie 30 Stunden in den Wehen gelegen hatte. Brachte sie in den Raum. Wir dachten, große Probleme, aber geschafft. Ich sage dir, alles, was ich tun musste, war einfach da in einer Hocke zu sitzen, genau wie Johnny Bench. Wer ist jetzt in Schwierigkeiten, Theodore? Ihr seht, die Technik ist an manchen Stellen schon recht gut, kommt aber mit mehreren Sprechern nicht zurecht. Aber als Spaß lohnt sich diese Seite allemal. Probiert es aus.